Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 14. Januar 1950. Heute vor 70 Jahren wurde die Kinderbuchautorin Elfie Donnelly geboren. Florian Bentsch. Die 27-jährige Elfie Donnelly hatte gerade ihr erstes Buch veröffentlicht, Servus Opa, ein Kinderbuch über Tod und Abschied, als sie plötzlich und unerwartet Mutter eines Wetterelefanten wird. Das war in Süddeutschland, ich war mit Freunden unterwegs, es war ein Kirchturm in einem kleinen Dorf. Es fehlte der Wetterhahn. Und wir sprachen so drüber, was macht man da mit Wetterhahn? Und ich stelle vor, wenn da ein Elefant drauf wäre. Und so ist die erste Geschichte entstanden. Benjamin Blümchen, der Wetterelefant. Elfie Donnelly und Produzent Uli Herzog einigen sich sofort. Das ist kein Buch, das ist ein Hörspiel. Terror! Zeitgleich entwickelt die in Wien aufgewachsene Autorin zwei Serien. Benjamin Blümchen für die Jungs und Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, für die Mädchen. Ene, Mene, 1, 2, 3, Borsten, Stiel und Fliegerei, komm herbei, Kartoffelbrei. Hex, Hex, hui, guck mal. Bibi und Benjamin sind Gegenentwürfe zu den immer hektischeren Cartoons aus den USA, wie Scooby-Doo oder He-Man, Masters of the Universe. Die sind alle so schnell, die sind so... Da ist immer, Gewalt spielt auch eine Rolle. Und das ist bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg nicht. Es ist letzten Endes eine heile Welt. Bis 1984 schreibt sie 65 Folgen Benjamin Blümchen und 41 Folgen Bibi Blocksberg. Dann verkauft sie die Rechte, ein Millionengeschäft, und zieht nach Mallorca. Heute, erzählt Elfie Donnelly, würde sie nicht mehr für Jungs oder für Mädchen schreiben, sondern einfach für Kinder. Wenn ich jetzt diese Figuren nochmal von vorne erfinden würde, würde ich dem Benjamin zum Beispiel keinen kleinen Freund geben, sondern eine kleine Freundin. Weil mir selber aufgefallen, so im Geist der späten 70er, frühen 80er Jahre, war ich selber in so einem Zustand, dass ich gedacht habe, Humor, das ist männlich. Ja, es war noch so eine Art Zeitgeist und das, obwohl parallel die Frauenbewegung interessant wurde. 2001 verfasst Donnelly das Drehbuch für einen Bibi Blocksberg-Kinofilm, von dem sie sich später distanziert. Seitdem hat sie die Hexe und den Elefanten anderen Autoren überlassen und widmet sich auf Ibiza ihren Romanen, ihrer Familie und neuen Kinderhörspielen. Elfie Donnelly, die Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, kam am 14. Januar 1950 zur Welt und feiert heute ihren 70. Geburtstag. As time goes by. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.